Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Resident Evil 7. Wir haben übrigens beim letzten Mal gegen Lukas seiner Kreation gekämpft, und zwar den Fat Molded. Das ist so ein extrem heftiger Gegner gewesen, der halt mutiert ist und Säure bzw. Gift spucken konnte. Der hat auch so viel ausgehalten, das war echt schon nicht mehr witzig. Und danach sind wir zu diesem Außenbereich hier gelangt, weil wir ja Mia und Zoe suchen. Und hier war auch alles voll mit diesen komischen Viechern, die so, naja, ich sag mal, Zombie-ähnlich sind. Keine Zombies sind, aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt haben wir auch alles beisammen, um übrigens das Serum herzustellen. Ich habe auch nochmal wirklich alles untersucht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich alles übersehen habe. Wir haben jetzt ein bisschen Heilung. Und ich habe nochmal ein Kraut gefunden, sowie wir haben eine Nervengiftgranate. Ich weiß nicht, was jetzt noch alles kommt. Auch Schrotflintenmunition sieht richtig gut aus. Und ja, Munition für den Flammenwerfer. Ich glaube, wir mussten hoch, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, muss ich eigentlich das Serum mitnehmen? Ich weiß es gerade nicht genau. Naja, ich gehe erstmal nach oben, gucke, was los ist. Und dann werden wir weitersehen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was jetzt gleich passiert. Von daher, mal sehen. Oh, Zoe und Mia. Aber warte mal. Warum geht denn hier nichts? Brauche ich dafür das Serum? Ah. Also irgendwie passiert hier gerade nichts. Ja, warte mal, ich glaube, weil ich das Serum nicht dabei habe, oder das Messer, ich weiß es nicht genau, funktioniert es nicht. Warte mal. Ich habe noch Platz für das. Wenn es jetzt daran liegt, das wäre echt ein bisschen sehr komisch, aber okay. Wo ist denn der Kopf der D-Serie? Da oben, ne? Genau. Ist es jetzt wirklich das gewesen? Mal gucken. Nope. What? Ja, dann weiß ich jetzt aber auch nicht, was du von mir willst. Ich kann... Achso. Zoe, ich... Jetzt? Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Ja, das sollte genug sein. Wir müssen es schnell genug herstellen. Mein Vater und Lukas sind nicht weit weg. Er kommt. Daddy kommt. Gut, wir haben genug für zwei. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist dein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Hey, eins davon ist meins. Zoe, führt deinen Arsch zurück ins Haus. Kümmere ich mich später. Okay, ich muss die Augen, glaube ich, kaputt machen. Ey, es kann einfach nicht wahr sein, Mann. Ich habe jetzt schon keine Heilung mehr. Ey, das Spiel ist manchmal echt ein bisschen sehr unfair. Was soll ich denn machen? Du hättest dich nicht erholen sollen, Junge.
Ey, da kann ich rennen, ich kann machen, was ich will. Es bringt halt überhaupt nichts. Ich sehe auch überhaupt nichts. Ey, wisst ihr mal jetzt ganz ehrlich, wie kann man eigentlich so einen Scheiß machen, wo ich mich nicht mal bewegen kann und ausweichen kann, wie ich will, und er trifft mich trotzdem. Das ergibt keinen Sinn, sorry, aber das haben sie richtig scheiße gemacht. Mann, ey. Ich sehe vor allen Dingen nichts, Mann. Das ist richtig kacke. Und jetzt spring ich auch noch runter, Mann. Fick dich doch. Beweg dich! Mann, Alter, ich sehe nichts! Was ist das denn? Ey, jetzt mal ganz Spaß beiseite, Alter. Ey, du siehst überhaupt nichts, Mann. Das ist ja mal furchtbar gemacht. Ich brauche auf jeden Fall was zum Heilen. Oh ja. Geil, Alter, warum musste ich jetzt nachladen? Stirb, Alter. Nach oben. Hat er nicht mehr so viel, wie es aussieht? Okay, seine Augen sind ja schon fast überall kaputt. Du bist jetzt Teil der Familie. Ja. Das ist natürlich schön. Aber ich will nicht ein Teil deiner Familie sein. Sorry, aber. Er hat immer noch ein Auge, wa? Sorry, den Gefallen tue ich dir nicht. Ich will sein scheiß Auge treffen. Okay, ein Auge hat er nur noch. Sein.
sehe überhaupt nicht, wo er noch einen Uhr hat. Ah! Mann, also wirklich, ich würde es ja mal geil finden. Ich muss mich heilen gleich. Mann, warum schießt du denn nicht, Junge? Ich hab da aufgedrückt. Meine Fresse, Alter. Er kann doch nichts mehr haben, Mann. Ey, ich drehe ja gleich am Rad, ne? Das, es kann doch nicht wahr sein, Mann. Das ist richtig furchtbar. Dreh mich gleich wieder beinahe tot. Es kann doch nicht wahr sein, Mann. Es ist einfach nur Nonsens. Wenn das überhaupt noch was sieht, finde ich komisch. So, jetzt müsste ich ihn eigentlich nur noch einmal treffen. Meine Alter! Geht doch. Ich drehe recht durch. Nimm Heilung! Meine Fresse, was ist das für ein scheiß Kampf, Mann? Verreck, du Stück Scheiße. Ja, habe ich alles gesehen. Ja. Jetzt komme ich auch da drüben nicht mehr hin, Scheiße. Hier lang. Wirf das Serum an ihn. Du willst, dass ich ihn heile? Geht's dir gut? Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns. Ich habe mich übrigens beim ersten Let's Play für Zoe entschieden. Und diesmal wird es natürlich meine Frau Mia sein, ist ja klar. Ich weiß gar nicht, ist hier noch irgendwas? Habe ich überhaupt noch irgendeinen Scheiß mit? Okay, ja. Oh Mann, war das jetzt. Also der Kampf war nicht scheiße, aber er war halt ein bisschen unfair.
Ich musste eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Ich muss mich entscheiden. Ja, ich heile Mia, natürlich meine Frau. Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht. Geht schon, ihr beiden. Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Tut mir leid, Zoe. Ja, damals habe ich mich halt komplett falsch entschieden. Es gibt nämlich zwei Enden. Einmal ein gutes und einmal ein schlechtes. Ich weiß nicht mehr, was ich hatte, aber man sollte sich auf jeden Fall für seine Frau entscheiden. Man ist ja nicht umsonst verheiratet, ne? Sonst wählen soll. Mia, ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch, ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Wow. Wie ist das nur hierher gelangt? Oh, du bist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Also ich weiß nicht, was es war. Das weiß ich bis heute noch nicht. Mami. Hier lang. Oh. Das ist natürlich geil. Wie? Ethan? Seltsame Flasche. Okay, die Flasche scheint wichtig zu sein. Wisst ihr, deswegen ist es gut, wenn man das Spiel halt zweimal durchzockt. Ich muss da jetzt bestimmt Ethan finden, ne? Was aber wahrscheinlich nicht so einfach werden wird. Oh, da ist er. Oder? Okay, was auch immer das jetzt gerade war. Es hat Ethan mitgenommen. Das Schlimme ist, ich kann mich ja nicht mal verteidigen, wa? Das Schiff ist da bestimmt seitdem Mia verschwunden ist, ungefähr hier, ne? Also seit 2 oder 3 Jahren. Ja, ist ja super. Und auch hier ist überall diese schwarze Masse. Oh Mann.
Hallo, ist jemand? Oh, das war gerade eine Erinnerung. Was war das? Eine Erinnerung mir. Glaube ich zumindest. Keine Ahnung. Ja, warte mal. Kann ich eigentlich, wenn ich die Flasche untersuche, irgendwas herausfinden? Also auf jeden Fall ist es... Was? E001. E001? Sagt mir doch irgendwas. Ah, ich weiß nicht was. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Mir auch nicht. Oh, fuck. Also das, was übrigens Capcom hier geleistet hat mit Resident Evil 7, ist wirklich hervorragende Arbeit gewesen. Ich meine, außer ein paar Bosskämpfer, die waren wenigstens einfacher als die Vorgänger. Bin bis jetzt bei jedem Boss, glaube ich, einmal gestorben, ne? Natürlich. Man macht irgendein Schubfach auf und da ist natürlich nichts drin, ne? Ich glaube... Ich muss wahrscheinlich einen anderen Weg finden, oder? Weil hier die Tür geht nicht auf. War da überhaupt drin? Wir sind alle tot. Das ist der Maschinenraum. Wovon zum Teufel redest du? Sie hat sie alle umgebracht. Was ist hier? Wir brauchen Waffen. Gibt es hier irgendwelche Waffen auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Komm, wir gehen hier lang. Vielleicht kommen wir hier raus. Ah, die Tür war doch gerade noch zu. Okay, sie haben gesagt, dass sie alle umgebracht hat. Jetzt ist die Frage, wer? Jetzt ist nur die Frage, wer das sein könnte. Ich höre noch was. Ich weiß auf jeden Fall, dass man damals, glaube ich, Ethan spielen musste. Oder man hat auch eine Erinnerung gesehen, ich weiß es nicht mehr genau. Ey. Hier geht's nicht lang, ne? Wow. Doch. Okay. Also es sieht aus wie ein Wohnbereich hier, ne? Steht denn hier? Gebaut 1987, Tanker Annabelle. Tragfähigkeit 71.000 DVT, also irgendwas mit Tonnen. Länge 289 Meter. Und wie... Erinnerst du dich? Was? Was bist du? Hä? Das Mädchen haben wir doch schon mal gesehen. Warte mal, das war doch im Haus. Oh Mann. Komm hier, du schaffst es.
Ich weiß ja im Übrigen, dass der achte Teil von Resident Evil auch mit Ethan Winter und Mia zu tun hat. Aber was genau, weiß ich halt auch nicht. Oh Gott, hier sind überall Leichen. Die sind schon stark verwest. Die riecht sogar schon Gras und alles Mögliche. Heftig. Du hast gesagt, wir können eine Familie sein. Wovon redest du da? Du hast gesagt! Warte! Ich habe das Warten satt. Okay, ich brauche also eine Sicherung. Oh, natürlich. Natürlich. Ich hab nicht mal irgendwas, um mich zu verteidigen, ne? Keine Waffe, kein nix. Aber da habe ich schon mal die Sicherung. Warte, schnell die Sicherung mitnehmen. Ich weiß nicht, war das alles, was man brauchte? Nee, ne? Weil hier rennt nämlich noch mehr durch die Gegend und da weiß ich nicht. Obwohl, vielleicht finde ich ja noch eine Waffe oder sowas. Oder ein Kraut. Ja, das können wir natürlich auch gut gebrauchen. Sollte ich das jetzt schon mischen oder nicht? Ich gehe schon mal hier rein zu 1F. Okay. Ich brauche auf jeden Fall auch einen Speicher. Bald mal hier. Oder einen Save Point. Damit ich abspeichern kann, so rum. Von der anderen Seite verschlossen, okay. Okay, da sehen wir übrigens die ganzen Bereiche. Wir müssen wahrscheinlich zur Brücke, oder? Geht's überhaupt noch höher? Jo. Okay, hier ist auf jeden Fall erstmal die Kleine. Sollte ich hier hin? Sieh's dir an. Was? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Okay. Alte Videokassette. I-001 Testobjekt, okay. Ist auf jeden Fall eine Seetransportaufzeichnung und ist Top Secret, okay. Wie ihr wisst, sind die Ladezeit nur ein bisschen extrem, obwohl ich schon eine SSHD habe und da sollte die eigentlich wesentlich schneller gehen. Ah, okay. Erwin, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich per Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir gekommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier, nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Bring's in Ordnung. Okay, Evie, wo bist du? Also, wir haben eine Kiste. Oh, wir haben sogar eine Waffe. Nice. Was steht hier?
Abteilung für Spezialeinsätze, Leiter Alan Droney und Fürsorgerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihren gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deswegen, Evelyn zur sicheren Verwahrung bis auf Weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Evelyn, um Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Evelyns Zustand mit dem bereitgestellten Genomkodex. Sollten Sie Mission irreversibel scheitern, ist Evelyn zu beseitigen. Oh. Interessant. Siehst du denn eine? Also, sie ist irgendwo hier. Okay, warte mal, wahrscheinlich bin ich schon fast richtig. Ich will auch die Folge bald beenden, also nicht, dass ihr euch wundert. Ich weiß, wo sie ist. Aber umsehen muss ich mich trotzdem. Ja, und die ist natürlich nicht zum Umsehen, ne? Ich weiß gar nicht, wem dieses Schiff überhaupt gehörte. Okay, wir haben auch ein paar Pillen. Und jede Menge Munition. Ich weiß gar nicht mehr, ob man die gebrauchen musste oder nicht. Aber das war hier mega geil, das weiß ich noch. Da erfährt man halt ein bisschen was. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob das was mit der Umbrella Corporation zu tun hat oder nicht. Ja, okay, sie ist auf jeden Fall hier hinter. Übergibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Okay, also steht fest, ich glaube langsam, dass wir für Umbrella Corporation gearbeitet haben. Weil es spielt ja noch in der Vergangenheit, ne? Das war 1998, wurde das Ding gebaut. Ich weiß ja nicht, ob das direkt nachdem es gebaut wurde, ausgelaufen ist und als Umbrella-Tanker gedient hat oder nicht. Ich weiß gar nicht mehr, zu wann es überhaupt spielt, ey. Naja, ja Leute, ich muss jetzt hier die Folge beenden. Die letzten waren ja alle ein bisschen länger, aber das sollte jetzt eigentlich schon mal ausreichen, denn ich weiß, es wird hier noch einiges passieren. Ich bräuchte eigentlich einen Save Point. Problem ist nur, ich habe hier keinen. Also das nachzuspielen sollte kein Problem sein, aber was bist denn du? Vielleicht finde ich auch gleich noch einen Save Point. Okay, das Ding ist tot. Für alles brauche ich irgendwas. Dürfte ich jetzt irgendwie abspeichern? Das wäre sehr geil. Da war sie gerade. Okay, sie ist mit einem Aufzug gefahren. Okay, er sitzt noch hier. Also das ist schon mal gut. Aber schlecht ist, dass ich nicht weiß... wo ich genau hin muss.
Na super. Es ist doch so dumm. Es ist einfach nur mega dämlich. Okay, ich bin noch im guten Bereich. Also ich fahre jetzt, glaube ich, mit einem Aufzug. Es sollte dann gespeichert werden. Keine Reaktion. Eigentlich Ethans Uhr die genauen Funktionen, weil das wäre heftig, ne? So Leute, ja wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Spiel gespeichert hat oder nicht, aber bis hierhin zu kommen sollte an sich kein Problem sein. Boah ey. Ich kann doch vergessen, Alter. Ey, nee, sorry, ich muss ja ausmachen. Hab mich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was immer. Stan und tüdelü.